Und damit, nach einer wieder mal kurzen Pause, herzlich willkommen zurück in Wulfingen. Ja, wo wir hoffen, dass wir hier, und hier sieht man das schon, ja, richtig gebaut haben. Eben nach oben müssten wir den natürlich auch noch ziehen, denn... Und wo wir hoffen, dass wir hier natürlich endlich ein bisschen Plus mal wieder generieren. So langsam kommen wir aus Minus raus. Natürlich bauen sich hier die Geschäfte doch ein bisschen langsamer auf. Da das eben alles so ein bisschen als grünes Viertel werden soll. Und uns natürlich die Kohle fehlt, um irgendwelche anderen Anschaffungen großartig noch machen zu können. Ja, das Problem ist, wir müssen eigentlich auch Gewerbegebiet ausweisen. Welche letztendlich wohl irgendwo, keine Ahnung, landen wird, aber wo wissen wir noch nicht. Das ist natürlich auch ein schöner Kreisverkehr eigentlich. Wir könnten hier auch noch eine Abzweigung machen. So, denn hier im Kreisverkehr dann überall hinkommen. So, unser Industriegebiet sieht noch relativ ganz gut aus. Hier baut, wird sich fleißig aufgebaut und natürlich weiter verschmutzt. Ja, ist nicht unbedingt so mein. Ja, das, was ich gerne wollte. Aber was soll's. So, wir haben hier noch ein bisschen was frei. Ich hoffe, hier kommen bald mal ein paar Bewohner noch dazu, dass wir endlich aus dem Minus hier rauskommen. Das Schlimme ist, kommen wir aus dem Minus raus, generieren hier endlich mal ein bisschen Plus. Würde es so sein, dass dann wieder keine Bewohner kommen. Und ich sehe gerade minus 210. Das wird schon langsam wieder ein bisschen mehr. 217. Uns fehlen einfach die Leute. 228. Es ist... Ein Traum ist das. Aber schön, wie hier die Krankenwagen alle langheizen. Vor allem, die heizen hier überall. Ach, hier. Schöne Autos. Ach, guck mal hier. Das sind die neuen Autos, von denen sie gequatscht hatten. Sportauto. Parkt. Willow Price, Erwachsener, die Orientierung, Arbeitsort Feuerwache und ist gerade zu Hause. Arbeitsort Drogerie. Ja. Ach nee, ey. Bin gespannt, wie war das hier noch? 242, es wird, glaube ich, hier nichts mehr werden, glaube ich. Gut, jetzt bauen sie hier wieder ein bisschen was auf. Wir brauchen aber definitiv mehr Gewerbe. Wir müssen echt mehr Gewerbe ausweisen. Hat uns natürlich wieder in die Bredouille bringt. Dass wir hier natürlich Wohngebiet wegnehmen müssen. Haben wir hier noch was frei? Hier halten wir noch eins frei. Da könnten wir hier mal ein Gewerbe hinhauen. Einfach mal so die Lücken noch füllen. Da ist nichts mehr frei. Und eventuell kommen wir mit dem Gewerbegebiet hier vielleicht ein bisschen aus dem Minus raus. Ich glaube es nicht. Ich hoffe es. Was uns fehlt, ist wirklich Wohnraum und Gewerbe. Und wir können nichts machen. Wir können einfach nichts machen, als wieder mal zuzuschauen, wie unsere Stadt doch so langsam den Bach runtergeht. Und wir hätten eventuell doch das hier alles ein bisschen später machen sollen. So schön wie es ist und so reizvoll wie es ist, natürlich das gleich sehen zu wollen. Aber wir sehen eben auch, dass das uns nichts Gutes bringt, nichts Positives. Die Ausgaben explodieren gerade mittlerweile, also... Und ob ich nochmal so ein... Also ich finde, ehrlich gesagt, ohne die ganzen Add-ons und alles, war doch ein bisschen einfacher damals, das Spiel. Jetzt, wie gesagt, haben wir einfach das Problem, dass wir nur Minus generieren und so viele Ausgaben haben. Hier können wir auch nichts machen mehr, also... Könnten höchstens alle bezahlen jetzt und selbst Ditte... Wird so langsam ein bisschen kritisch und wir kommen einfach auch nicht dazu, jetzt noch irgendwas zu bauen. Ich glaube, wir hätten doch einen extra Spielstand nehmen sollen, der uns... Oh. Soy and Lentils. Aber ist schon schön, sag ich mal. Es ist schon so, ist es schon schön. Mit den Agrarprodukten hier so alles, was... Die wir jetzt natürlich auch noch selber produzieren müssten. Das wäre natürlich das Allerbeste. Aber so wie es aussieht, ist unsere Stadt mal wieder im Untergang geweiht. Also das wird sich nichts ändern hier. Können wir vorspulen eins. Aber wir haben ja auch nichts mehr frei. Wir können weder was ausweisen noch sonst irgendwie. Wir könnten die Steuern jetzt nochmal ein bisschen erhöhen.
auf 13, aber ich glaube, dann werden uns langsam die Leute auch auf Dach steigen. Wenn die sich ja auch sagen, okay, die Steuern sind jetzt doch ein bisschen zu hoch. Wir schauen mal. Aber wir generieren jetzt Applaus auf jeden Fall. Mal gucken, wie lange es dauert, bis die sich so das erste Mal beschweren. Ich bin sehr gespannt. Bis jetzt geht's. Also wir könnten so aus dem Minus wieder rauskommen. Sind allerdings alle noch relativ happy. Und ich denke, wenn wir hier jetzt noch ein paar Spielplätze und so hinhauen würden, würde das natürlich uns noch zugute kommen. Aber erstmal müssen wir hier aus dem Minus rauskommen, sodass wir hier das wieder alles erweitern können. Wir müssen hier hinten weiter und vor allem auch die Straße hochsetzen. Ganz wichtig. Hier hinten geht's ja noch. Und es wird auch schon wieder dunkel, so wie es aussieht. Da hinten geht die Sonne unter. Oh, 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 oh. Plus 8. Und ich glaube, das wird eine ganze Weile dauern, bis wir hier plus 7. Wir werden jetzt bald wieder eine Bevölkerungsabwanderung erfahren, logisch. Aus dem einfachen Grund, weil wir hier echt... Ja, minus 2 ist klar. Minus 36. Und wir kommen wieder in Minus. Das ist einfach... nichts zu machen. Also ich glaube, ich muss da meine Taktik doch noch mal ein bisschen abändern. Will aber okay, eine dritte Staffel jetzt schon wieder anfangen. Ach, es ist doch so lästig, ist das doch. Naja, wir werden sehen. Mal gucken, wie lange wir hier jetzt noch durchhalten mit den ganzen Minusbereichen und so. Mal kommen welche, mal ziehen welche weg und ab und an gibt es auch ein paar Aufwertungen für für unsere Gebiete, aber wie wir sehen hier, Minus, das steigt schon wieder in Unermessliche. Also, kurioserweise kommen wir schneller aus Minus oder in Minus als eben in Plus und ja. Ich glaube, da lässt sich wirklich nicht mehr wirklich viel machen. Wie gesagt, das Schlimme ist, wir haben jetzt so viele Darlings aufgenommen auch, dass wir eben nichts mehr machen können. Wir können nichts bauen, wir können kein weiteres Darlehen aufnehmen. Das hat sich sowieso gegessen, der Fisch. Und von daher ist es nur noch ein reines Selbstmordkommando bis jetzt. Wir könnten jetzt hier maximal noch irgendwas ändern, aber das würde uns auch nur springen. Das ist es ja. Selbst wenn wir hier jetzt auch das, ne, zum Lorbeerpark mitmachen würden, diese ganze Geschichte hier, würde in der Hinsicht nichts daran ändern, dass wir einfach kein Plus generieren. Wenn die Leute einfach nicht kommen. Beziehungsweise wieder die Geld nicht haben, um überhaupt irgendwas machen zu können. Ach, ich hasse und liebe City Skylines zugleich. Ich meine, hier läuft es halbwegs gut. Verkehr läuft flüssig. Hier fehlt uns dann noch ein bisschen Schicket und so. Und eigentlich gefällt mir auch die Map ganz gut. Aber so wie es aussieht, wie gesagt, ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass wir hier großartig... Ach, guck mal, hier hinten fährt auch irgendwas rum. Großartig noch Chancen haben. irgendwas zu machen, also. Ist kurz im Plus gewesen. Aber dann natürlich auch wieder sofort im Minus. Und ja. Was machen wir jetzt da groß? Oh. Ach, der Sonnenaufgang. Wie schön. Da hinten fährt ein... Was ist das? Ach, ein Schiff. Kreuzfahrtschiff. Transportiert Passagiere nach Springboot. Passagiere 67 von 100. Das stimmt ja, wir haben ja hier diesen komischen Hafen. So, warum haben wir hier Stromausfälle? Aus welchen Gründen? Was ist mit unserem Industriegebiet? Sag nicht, die kriegen jetzt hier keine Normalbetrieb. Eigentlich sollten wir doch. Na gut, das ist im gelben Bereich. Gerade so, normalerweise müssten wir uns jetzt hier sowas noch kaufen. Ach, guck mal, wir sind im Plus. Gucke mal. Ich frage mich allerdings, wie lange? Und höchstwahrscheinlich nicht sehr lange, weil ich sehe, dass das hier schon wieder runtergeht. Es ist doch nicht wahr, ist doch nicht echt, ey. Ja, die Leute ziehen natürlich nach und nach auch alle wieder weg. Ich finde diese Begrünung hier schön. Auch auf den Häusern und alles.
Es sieht so schön aus. Es ist wirklich wunderschön. Aber leider wird es eben doch nicht mehr rettbar. Ganz ehrlich. Selbst hier. Plus 24, plus 19, plus 14. Wir gehen wieder runter. Plus 6 und im Minus. Zack. Muss ja. Wäre schön, wenn sich die hier ein bisschen aufbauen würden oder so. Keine Ahnung. Könnten maximal probieren, wirklich hier das Industriegebiet zu ändern. Aber in Watt? Die Frage ist natürlich auch in Watt. Industrie. Wir könnten hier Wald. Weil wir haben hier ein bisschen was forstwirtschaftstechnisch. Wir könnten einfach mal probieren. Einfach mal sehen, was passiert. Ich weiß, dass die jetzt erstmal alle abwandern werden hier. Dass wir dadurch natürlich auch wieder eine übelste Einbuße haben. Aber einfach, um das irgendwie zu retten. So, Forstindustrie. So, und dann bin ich ja mal gespannt. Normalerweise müssten die jetzt eigentlich so nach und nach sich alle abreißen und hoffentlich wieder neu nachkommen. Industrie wird ja in der Hinsicht verlangt. Und da baut sich auch schon wieder was Neues auf. Hier sehe ich gerade auch andere Straßen genutzt als hier, naja. Auch nicht schlecht. Das war das ein bisschen. Oh, minus 1000, Alter. Null Zuwachs. Oh, 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 oh. 1000 geht natürlich ruckzuck minus. Minus 1000 geht so schnell. Das ist ja ein Traum, ist ja das. Aber hier ein Plus. Das dauert ewig. Und vor allem müssen wir jetzt echt erstmal die Industrie hier loswerden. Odino. Du hast jetzt im Normalbetrieb Bretter fürs Leben. Okay, ist der erste Forstbetrieb schon, den wir hier haben. Und so langsam sollte die Verschmutzung denn hier auch weggehen. Und ja. Könnten wir hier so. Da ist ja noch eine kleine Lücke frei. Hier nicht. Hier drum wollte ich eigentlich weniger bauen. So, hier sitzen wir noch eben. Bankrottalarm! Die Stadt steht am Rande. Notverkaufsoptionen. Wenn Sie die oben stehenden Maßnahmen nicht ausreichen können, Sie Ihre Stadt mit Hilfe eines Notverkaufs retten. Beachten Sie aber, dass dadurch weitere Errungenschaften. Ja, weitere Errungenschaften. Wobei Errungenschaften ja. Ich würde mal interessieren, was weitere Errungenschaften, dass dadurch weitere Errungenschaften. Ja, was denn? Dass wir keine weiteren kriegen oder was? Dann müsste ja jetzt eigentlich. Wir haben jetzt einfach mal akzeptiert. Einfach nur, um doch eventuell noch ein bisschen was retten zu können. So, hier können wir natürlich nirgendwo bauen. Und dann würde ich sagen, ist natürlich klasse, dass es jetzt hier wieder dunkel ist, weil dadurch sieht man nur wieder so viel hier ist. Das ist ein bisschen lästig, finde ich, haben so ein bisschen doof gemacht. Aber was soll's, komm. So, normale Straße, da, zack, zack, zack. Und dann würde ich sagen. Ein Road Tool. Click here to Tool Options. Alter, ja. Später. Make the route go straight from A to B. Following the turn. As to toggle straight stop. Ich will den Loop wegsam. So. So, dann ziehen wir das mal einfach hier so ran. Wisst nicht, wo da lang geht, muss ich ehrlich sagen. Geh jetzt runter auf jeden Fall. Hier scheint es auch runter zu gehen. Ich glaube zum Wasser.
Ach komm. Dann machen wir lieber den hier so. Ziehen wir den da noch mit hin? Nö. 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 Den ziehen wir bloß bis hier. Dann will ich den nächsten eigentlich bis dahin ziehen hier. Ja. Ich bin bloß gespannt, wie gesagt, ob wir das jetzt hier gerettet kriegen dadurch oder nicht. Weil ich ehrlich sagen muss, so weit habe ich das auch noch nicht geschafft, dass mir so, ja, die Stadt abkackt. So, das könnten wir hier noch so verbinden. Dann haben wir da noch eine Sicherheitslücke geschlossen. Was wir auch noch bräuchten, wäre Strom. Haben wir schon Müll? Haben wir schon. Strom hätte ich gerne eigentlich die Dinger jetzt hier, muss ich ehrlich sagen, aber da wir das nicht können, müssen wir eben leider auf dieses alte, gute alte Kohlekraftwerk zurückgreifen, in der Hoffnung, dass wir das hier auch irgendwo anpappen können. Hier würde es gehen. Ist denn hier auch noch irgendwo? So. Dann ist das auch noch mit drinne. So, Gewehrbaby brauchen wir. Mal wieder. So, hier noch ein bisschen was und dann. Ja, soll reichen. Komm. So, Pinsel. Schwupp. Und ich hoffe, wir kriegen die Stadt dadurch vielleicht eventuell ein bisschen gerettet. So, hier noch, hier noch, hier noch. Da ist noch was frei. Dann machen wir ihn hier. So, das darüber. Und hier noch. Komm, wir machen mal den ganzen Rand. So, da war ja hier sowieso noch weitergehen. Huch. Hier nicht unbedingt. Das möchte ich eigentlich vermeiden. Die sollte eigentlich so bleiben, wie sie ist, wenn die geht. So. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt machen wir einfach mal weiterlaufen lassen und hoffen. Hoffen, hoffen, hoffen. Okay, hier baut sich schon mal was auf. Sehr schön, im Dunkeln der Nacht. Wäre natürlich nur schön, wenn man jetzt eben echt ein bisschen Tag hätte, um ja, mehr zu sehen. Die Geschäfte bauen wir natürlich super schnell auf. Ich hoffe nur, dass wir hier demnächst dann auch noch Einwohner dazu kriegen, die jetzt im Moment natürlich nicht mehr so gefragt sind. Aber hier hinten im Industriegebiet sieht es eigentlich auch noch ganz passabel aus. Ah, hier ist die Arztpraxis, sehr schön. Pellet Brennstoff. Na, siehst du. So, hier. Ökomarkt. Nö. Hier haben wir oben einen kleinen Ökomarkt mit Parkplatz so ja. Sehr schön. Balladegeräte. Das ist natürlich gut. Für Elektroautos denn nachher. Bio-Teeladen. Warum denn nicht? Warum nicht? Aber wir generieren noch Game Plus. Es kann nicht wahr sein. Das ist doch nicht normal, echt? Wo bleibt. Warum ist es so stockdunkel? Das ist ja kein Stern. Na gut, weil es regnet. Immer. Also irgendwie in dem Spiel regnet es auch immer. Es regnet immer. Und da ist auch. Ja, wie soll ich sagen, teilweise echt lästig. Die Belmont-Resistenz. Gebäude in gering besiedeltem Wohngebiet, im Bau. Keiner zufrieden, alle, ja. Aber sieht doch schick aus. Ach, nee, nee. Hatten die Gewächshaus hier hinten dran, oder was? Ist ja cool. Ich finde mit den neuen Autos, diese bunten Hippie-Karren, das haben sie jetzt ganz schön übertrieben, finde ich. Ich meine, ist schick. Ja, nicht dazu zu sagen. Ne? Sieht gut aus. Man bringt mal ein bisschen Farbe auch ins Spiel. Beziehungsweise generell so die neuen Autos. Oder Fahrzeuge oder wie auch immer. Aber ich finde, das ist dann doch ein bisschen. Ja, hier gleich ein fetten Sportauto. Ne? Was haben wir hier für ihn? Geparkt. Die Underhill-Resistenz? Na klar. So, wird es denn langsam hell? Es wird langsam wieder hell. Das finde ich sehr schön. Ja, dann sehen wir vielleicht mal endlich, was hier so ein bisschen abgeht. Und wir generieren plus. Ich fasse das ja nicht.
Sollten wir eventuell doch mal gleich nochmal Pause machen. So, wir haben den ja jetzt bis hier hinten durchgezogen. Und eigentlich hätte ich gerne ja eine andere Straße gehabt. Eigentlich eher eine von den hier. Sechsspurig eigentlich nicht wirklich. Ich hätte gerne, hier ist doch eine. Das ist doch die normale. Ohne was mit Bäumen, nö. Ja, dann machen wir gleich mit der hier weiter. Dann haben wir die Breite wenigstens. So, die würde ich jetzt gerne ein bisschen hier so rumziehen. Und dafür denn, ja, hier so. So. Erstmal die mit der verbinden. Ich hätte ja noch die mit denen verbunden, ne? Aber wir könnten so machen. Und ich hätte ja immer auch zwei dazwischen frei, wie man sieht. So, die ziehen wir jetzt. Hier so hin. Und die könnten wir sagen. Nicht genügend Geld? Natürlich nicht. Oh, oh. Und jetzt fehlt uns natürlich wieder der Wasseranschluss. Super. Nicht genügend Geld. Können wir jetzt irgendwie so viel wie möglich hier drin nehmen? So wie es aussieht, eher weniger. So, hier haben wir noch 95 übrig. Also können wir jetzt hier erstmal nur die Hauptstraße bis zur ersten Kreuzung machen. Super. So, normale Zeit lassen wir auch mal laufen. Wir machen. Wir müssen ja irgendwie unser kleines Örtchen hier retten. So können wir noch tun. So, und dann filmen wir das mal so aus, ist egal. Dann hoffen wir mal, dass das so einigermaßen was wird. Ich meine, im Moment generieren wir ein bisschen was. Industrie wird auch gefragt, wobei... Alter. Aber mit viel Glück könnten wir es schaffen. Ich bin gespannt bei der nächsten Errungenschaft hier. Fehlt ja nicht mehr viel. Meilensteine. Errungenschaften, gut. Monumente. Einzigartige Gebäude. Ich weiß jetzt nicht, ob bei den einzigartigen Gebäuden hier wirklich denn so gut wie alles weg ist. Hier ist irgendwie auch noch nichts. Hier haben wir eine ganze Menge, aber ja. Die E-Auto-Fabrik würde ich schon gerne irgendwo bauen. War das bereits belegt? Nicht genügend Geld? Ja, wissen wir ja. So, sind wir aber gespannt. Hier wird erstmal fleißig gebaut. Finde ich sehr gut. Und so langsam generieren wir auch wieder ein bisschen Geld. Das heißt, wir können eventuell das hier doch ein bisschen weiterziehen. Dann machen wir hier noch. Minus 5, oh mein Gott. Fehlt uns 360. Na gut, im Moment geht's ja. 1000. Ich will ja bloß das hier fertig kriegen. Dann können wir ja mal schauen, ob wir da nicht irgendwas machen können. So, und das noch. Nur noch das Stück. Und dann werden wir schnell neu ausweisen. Komm schon. Ach, verdammt. So, da ist es. So, dann haben wir hier aber wenigstens erstmal wieder ein bisschen was, wo wir sagen können, Gewerbe, zack, 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 da ja Gewerbe sowieso gerade gefragt wird. Mehr als eben alles andere. Würde ich das schon gerne so... Könnte ein bisschen weit geworden sein. Bei den Ehen können wir hier auch noch... So, mitnehmen. Und dann... Oh Gott. So, wieder Wasser. Ach, kick mal hier, hast du gesehen. Das hier immer noch... Ach, verdammt, wir haben vergessen, hier die Straße hochzusetzen. Geht sie natürlich runter, hier bleibt sie gleich. Können wir nicht sagen. Wir machen mal so hier. Ganz kurz mal, nur um... wo ist er? Da ist er.
Und ziehen die jetzt mal. Die natürlich gerne irgendwann mal mit der hier verbinden wollen. Wir ziehen die jetzt einfach mal hier so. Damit die einfach auf die Höhe hier kommt, auf die Ebene wieder, weil hier ist ja doch ein bisschen. So. Und Strom. Strom haben wir uns durch schon gekümmert. Ja, haben wir schon. Sehr schön. Hier verschwindet langsam die Verschmutzung, wie man sieht. Finde ich natürlich auch super. Auch wenn hier größtenteils dieselben Gebäude alle stehen. Aber dennoch läuft es eigentlich ganz gut. Es funktioniert. Es funktioniert und das ist wichtig. So, hier hinten scheint es jetzt langsam auch zu laufen. Es hat wirklich nur das Geld zum Aufbau gefehlt. Jetzt, wie man sieht, wir generieren. Hier waren wir noch weit genug. Hier könnten wir noch ein bisschen weiter gehen. Eigentlich könnten wir auch mal sagen, wirklich dieses komplette Gebiet hier gleich schon mal immer mit abgedeckelt. Wenn wir schon mal so weit sind. Und dann wird das alles nämlich generell so ein Gebiet hier und dann wissen wir Bescheid und können uns da bis zur Sicherheit immer mal hin. Können uns da aber sicher sein, dass es auch alles so ein Gebiet wird und das andere bleibt so wie es ist. So, und das nächste Gebiet gucken wir mal, wie wir denn machen. Da bin ich natürlich auch schon sehr gespannt drauf. Also Wasser können wir auch schon wieder liegen. Jetzt läuft es. Eigentlich sollten wir ja bald die magische Grenze geschafft haben. So. Und eigentlich bereit für das nächste sein. Wichtig ist denn auf jeden Fall erstmal die ganzen Dinger alle abwählen hier, ne? Also bezahlen. So. Nehmen wir mal den, den. Hier hinten noch einen hin. Und hier können wir noch. Und da noch. Und eigentlich sollte reichen. Es soll reichen so. Und so, den Rest machen wir wieder als Wohngebiet. Aber ich bin schon mal ganz froh, dass es jetzt endlich mal ein bisschen Plus gibt. Ich hoffe, es bleibt so. So, hier hinten hatten wir auch schon Wasser. Hier hinten hatten wir auch schon Wasser. Haben wir hier auch schon Gewerbe gehabt. Nicht wirklich viel. Machen wir mal den hier noch hin. Und ansonsten einfach mal so. Und dann soll reichen. Wie, die haben Abwasserklärung, ja? Abwasserklärung. Und natürlich wieder mal kein Geld für den Urko-Austritt. Bäh. Kosten uns ja Spaß. 4000. Ja, jo, die könnten wir demnächst bald erreichen. Die 4000. Schauen wir mal. Erstmal ist es wichtig, dass sie sich hier überhaupt ausbauen ein bisschen. Und so viel ist hier nicht mehr, sieht man ja. Viel fehlt nicht mehr. 2300 haben wir, 2400 brauchen wir noch. Fehlt nicht mehr viel. Ein paar kleine Einwohner noch. Komm. 5 Bewohner noch. 5 Einwohner noch. 94, 6 Einwohner noch. Na toll, ist wieder irgendwo in der ausgezogen. 95, komm, wir spulen mal einfach vor. Hier hinten baut sie gerade was. Und da haben wir den Boomle Kleinstadt. Fern, Busse, Taxi, Transporte. Also ja, die Gebäude Stufe 3 und so weiter und so weiter. Und wir haben ruhig endlich Grünstreifen, jawohl. Wir können endlich Bus- und Taxispuren bauen. Friedhöfe können wir bauen. Das Ding sehr genial. Dann können wir nämlich bald mal den anderen Teil abreißen. Ein Fährkai, sehr schön. Und dann eine kleine Notunterkunft. Einen kleinen Schutzraum. Der Schutz vor Katastrophen gibt. Mhm. Fährhaltestelle. Ach du Scheiße. Kurzer Antennenmast. Das wird noch sehr interessant. So, wir speichern. Nicht speichern. Wir geben jetzt erstmal unser erstes Darlehen zurück. Sodass wir da wenigstens wieder ein bisschen weniger Kosten haben. Und haben noch ein bisschen was übrig für Abwasser. Durch Wasseraustritt.
Über den Frischwasseraustritt wird überschüssiges Wasser ausgeleitet. Er kann frei auf trockene Land platziert werden und ermöglicht die Erstellung von Seen und Teichen, wenn die Stadt nicht mehr Wasser produziert, als sie verbraucht. Pumpt der Frischwasserauftritt kein Wasser hinaus? Achso, ist natürlich sehr schön. Aber erstmal brauchen wir das hier. Die Verschmutzung hier geht noch. Das ist vollkommen in Ordnung, finde ich. So, hier hat er dann natürlich das Stromnetzwerk denn. So, ist egal. So, das verbinden wir noch. Zack. Und dann brauchen wir nochmal eine Stromverbindung dazu. Die haben wir jetzt nämlich leider verloren. Aber wir könnten jetzt einfach sagen, wir stellen hier einfach so ein Windkraftwerk hin. Ist doch... Ja. Wo wäre denn, Alter, hier wäre gut so ein Windpark. Hier ein Windpark oder hier ein Windpark ist natürlich ideal. Hier im Wasser komischerweise nicht so wirklich. Hier wäre ein Windkraftwerk auch noch hier ans angebracht mit 8 Megawatt. Aber wir könnten auch einfach sagen, komm, scheiß drauf. Wir machen so und dann ist es, sind wir auf der sicheren Seite. Das wird alles abgepumpt. Und hier können sie sich dann weiter ausbauen. So, wir haben noch ein bisschen Geld übrig. Wir könnten jetzt natürlich sowas hier alles bauen. Aber ich hätte gerne... Ach so, Schule. Oh, die Schule kommt hier hinten kaum ran. Wir könnten auch sagen, wir nehmen erstmal eine Universität. Die hier fast überall rankommt. Wäre natürlich ideal hier. Machen wir. Und eine Polizei brauchen wir natürlich. Haben wir hier schon? Haben wir hier noch nicht? Das Industriegebiet sehe ich gerade, müssen wir auch noch ausbauen. Hier kommt sie auch relativ schlecht ran. Hallo? Ach, nicht genügend Geld. Sehr schön. Und ich hoffe, ich habe jetzt auch die hässliche gebaut. Nee, ist die gute. Sehr schön. So, dann machen wir hier mal weiter erstmal. Ja, doch, machen wir weiter. Können wir eigentlich machen. Weil dann können wir hier nämlich mal... Ding, 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 ding. Okay, die noch nicht. 4, 6 brauchen wir dafür. Das ist hier eine zweispurige. Das müsste eigentlich die denn sein. Jawohl. Nicht genügend Geld, natürlich. Ach. Es ist immer so lästig.